Da seid ihr ja wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Sidequests sammeln, nicht wahr? Cool. Geil, wir haben jetzt alle unsere Bombentaschen. Und wir haben drei Flaschen. Die vierte kriegen wir quasi... Nein, wir kriegen sie nicht auf dem Weg, aber die vierte ist quasi auch schon in unseren Händen. Weil die bekommen wir, wenn wir 20 Geisterseelen den Typen da geben. So, okay, jetzt hole ich mir aber noch, wie schon versprochen, das Update für die Bombentaschen. Das ist nicht so wie in früheren Spielen, wo man halt von 20 auf 30 und dann nochmal von 30 auf 40 Bomben Volumen erhöht hat. Hier ist es ein bisschen anders. Hier wird einfach so die Kapazität von allen drei Bombentaschen verdoppelt. Oh, willkommen! Dank dir konnte ich endlich mein Geschäft wieder eröffnen. Ich kann dir zwar nichts anbieten, aber mach es dir ruhig bequem. Natürlich kannst du dir auch ein Boot mieten. Lass es mich einfach wissen, wenn du willst. Ja. So. Dann hat hier wieder ihr kleines kapitalistisches Geschäft aufgebaut. So, eine Kanufahrt auf dem Fluss mit Begleitung. Mit Begleitung! So, Boot mieten. Steig ein. Erklärung brauche ich nicht. Achso, die kommt als Begleitung mit. Mann, die sind nicht mal meine Rosse. Alles klar. Also dann gute Fahrt. Fertig. Los. So, genau. Jetzt haben wir da unten eine Punkteanzahl und wir müssen jetzt Punkte machen. Punkte. Wie viel weiß ich gar nicht mehr, aber ich hoffe, es reicht. Wird ausreichen. Autsch. So, okay. Dumm, dumm, da, 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 da. So, hui! Wimps! Hast du das gesehen? Voll von Weitem. Und ihr habt bestimmt gedacht, ich treffe nicht mehr. So, da kommen jetzt ganz viele so eine Ziele hier. Ja, und? Oh, verdammt, ey. Jau! Bams! Jau! Bams! So, ich versuche mich zu konzentrieren, während sie ja wie ein Delfin aus dem Wasser. Ja, die hat Spaß an ihrem Aushilfsjob. Die Ziele hier in sich? Nö. Scheiße, muss ich alle Ziele treffen, oder was? Jau. Bäps. Jau. Ups, daneben. Aber voll daneben. Wo kommt nicht der Umblick unter? Nicht der Umblick unter! Yeah! Cool. So, bisher jedes Ziel erwischt. Ja, das ist doch cool, Mann. Oh yeah. Oh, oh. Dumm, dumm, wie schön hell ist der. Am Tag macht das viel mehr Spaß. Wow, 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 wow. So, okay. Okay, okay, halt, stopp, so. Hopp, bams. Hopp, bams. Und, zappa, bams. Schön. Schönes Ding, du, Mann. Ja, so schön war es ja doch nie. Da bin ich da hinten unbedingt ohne. Yo! Yeah. Und du kommst ohne mit. Bam! Und du musst die Steine ausweichen. 13 Punkte. Moment, hat das jetzt. Die Zahl war eben rot. Ich habe jetzt nicht genau hingeguckt. Weil ich jetzt was gerammt habe, ist jetzt dadurch Punkte weggegangen. Ach du Scheiße. Nee, oder? Nein! Verdammt, da gehen Punkte weg. Nein! Oh, ich sehe nichts! Oh, na toll, ey. Ja, wie fies! Oh, oh, verdammt, Mann. Scheiße. Leyling Trillium, Mann. Wow, jetzt alles viele Punkte versaut. Oh, was ist das denn? Scheiße, ich bin jetzt voll abgedriftet. Ich bin bestimmt voll im falschen Weg, weil die auch ganz woanders lang geschwommen ist. Mann, ey. Kann ich das noch schaffen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es aber einfach mal. Leyling, schwimm rum um das Ding hier. Schwimm rum! Ja, nicht, dass ich wieder eine ganze Drehung hier machen. Uah. Uah. Yo. Ja, yo. Toll, wir sind bald durch. Scheiße. Ja, zu einem Punkt ab hier. Genau. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Uah. So, vielleicht werde ich die alle noch kriegen. Eins. Zwei. So, den großen da oben. 22. Vielleicht braucht ich ja bloß 20. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Drückt mir die Daumen, Leute. So, ja, hier ist jetzt nichts mehr. Hm. Hoffentlich sagt sie mir was Gutes. Ui, ui. Wenn nicht, mache ich gleich nochmal. Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht nochmal. Komm schon. Gut gemacht! Ja. Dum, dum.
Du hast auf deiner Abfahrt 22 Punkte erzielt. Tja, tut mir leid, aber... Oh, 25! Hätte es einen Preis gegeben. Oh, doch, mach ich das gleich nochmal. Zurück zum Oberlauf. Nee, dachte, ich muss jetzt nochmal irgendwie mich hochbeamen und mit der quatschen. Aber nee, okay, wenn ihr sofort hier geht, dann... Dann bin ich dabei. Stößt du gegen die Wand, gibt es Punkteabzug. Okay, ja. Ich muss bloß an dieser einen Stelle da aufpassen. Da bin ich ja auch beim Reinigen dieses Flusslaufes auch nicht gegen geballert. Also nur an der einen Stelle aufpassen. Ja, ich kann auch abbremsen. Cool. Nein, das ist ja... Fällt das schon wieder gut an hier. Wir haben uns 3 Punkte gefehlt. Also hole ich jetzt einfach hier alles raus, was geht. Bams. Wenn ich schon treffe. Na... Nee, fast. Ey, was zum Teufel? Treff doch mal! Und... So, okay. Links schwimmen hier lang. Nein, nicht drehen. Nicht dich drehen hier. Was ist denn mit dir, Mann? Wird mir ja schlecht. So, okay. Hui. Na. Und ich muss mich hier aber... einsammeln, vor allem den großen da oben. Boah, der bringt ja weiß. Wie viele Punkte man. So. So, okay, ganz normal hier durch. Ganz ruhig legen. Ganz. Ach, nicht drehen. So, jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Dann gehen wir hier lang. So. Zack. Ich glaube, wenn ich die ganze Zeit hier in diesem First-Person-Ego-Shooter-Winkel bleibe, dann lenkt das Schiff von ganz alleine. Nur genau durch die Lücken durch. So, war das jetzt nicht hier? Genau, ich will jetzt. Ich muss jetzt aufpassen. Na. So, okay, habe ich jetzt zwar einen verpasst, aber ist egal. Oder? Warte mal. Hier ist er doch noch. Zack, bumm, fertig. So. Okay. Wo war jetzt diese Scheißstelle? Ich muss auf jeden Fall irgendwie rechts bleiben. Rechts bleiben! Oh fuck! Verdammt! Nein, links! Bleib rechts! Nein! Bleib! Oh mein Gott! Puh! Okay. Ich bin an dieser verdammt fiesen Stelle vorbei. Gut, okay. Das ist noch nicht alles. So. Okay, es. Naja, sieht besser aus. Ich weiß nicht, ob es besser aussieht als vorher. Das weiß ich wirklich nicht. Jau. Und. Jau. Okay. Nein. Oh, Mann. Shit. Oh. Okay. Link, bremst. Hä, wie fährst du denn? Nicht drehen. Ja. Oh. Okay, jetzt kommen nochmal die letzten hier. Okay, das könnte ich noch schaffen. Ich könnte es noch schaffen. Ich muss jetzt nur jeden hier treffen. Ja. Zack. Tag. Bingo! Alter, das war knapp! Gerade so 25 Punkte! Na gut. Schön, das hätten wir jetzt also auch geschafft. Jetzt heißt es also zurück zur Stadt und vorher am besten noch die okkulte Kunst lernen, die ja auch wieder neu ist. So, aber erstmal jetzt will ich hier meinen Preis. Komm her jetzt hier, ich habe jetzt zweimal die Scheiße hier durchmachen müssen. So. Sieht das cool aus, ey, das Spiel ist so cool. Gut gemacht. Haben wir denn, wie viel die Bull bezahlt kriegt für den Scheiß-Job? Das ist ja ein Scheiß-Job. Du hast auf deiner Abfahrt insgesamt 25 Punkte erzielt. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Du bist der Erste, der über vor allem erreicht hat. Und das hier ist der große Preis. Maxi-Bombentasche. Das sieht cool aus. Du kannst jetzt doppelt so viele Bomben tragen wie bisher. Und das halt für jede. Die Anzahl der Bomben, die hineinpassen, hängt davon ab, welche Sorte du in dieser Tasche aufbewahrst. Genau. Zum Beispiel von diesen Wasserbomben habe ich halt 15 und jetzt kann ich dafür 30 tragen. Von den normalen Bomben habe ich 30 und kann jetzt 60 tragen. Voll geil. Tschüss. Fragt ja nicht, ob ich normal will. Die Entwickler haben sich bestimmt gedacht, wenn du die immer geschafft hast, hast du keinen Bock mehr. So, Items hier. Hier seht ihr, ist nicht mehr gelb, also ist jetzt wieder alles hier offen. Voll geil, für jede Bombe. So, gut, also dann kurz mal auf die Karte gucken, wo jetzt hier dieser Wolf war. Wo war denn der? War der hier? Wir haben auch irgendwo hier einen Wolf freigejohlt. Hier. Also,
Ja, gehe ich einfach in die Stadt und dann da runter. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Erstmal porten. Nein, nicht zu Wolf. Mit einer Warte. Ja, dann halt hier. Hyrule-Stadt. Schön. Ach, das Spiel ist so schön, ey. Man kann so. Okay, vielleicht sind die Sidequests ein bisschen easy, aber. Nee, irgendwie ist das Spiel trotzdem schön. Vor allem, was mich damals immer so begeistert hat, waren ja diese unerwarteten Items, die man bekommt. So, vor allem auch als neue Items. Nicht so als allseits bekannte Items natürlich auch dabei, aber auch so richtig coole neue. So, also ich geh jetzt erstmal ins Schirm. Jetzt schon wieder! Okay, dich habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Hallo Marcel, ich habe Post für dich. Hier steht auf dem Absender Thelma. Sagt dir das was? Ja, die Dicke mit den dicken... Also das wäre erledigt, Mann. Und ab die Post. Oh mein Gott. Hier, ein Brief. Vielleicht ein Liebesbrief. Man weiß es ja nicht. Hehehe, Briefe. Dringend. Im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm, so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch in deiner großen Hilfe... Alles klar, wir müssen ins Wirtshaus sowieso. Cool. Aber erstmal noch ein paar Erledigungen. Auch wenn jetzt so ein Bannkreis ums Schloss ist, heißt das nicht, dass wir in die Stadt nicht mehr rein können. Die Stadt können wir natürlich noch allemal. So. Ach, das ist schön hier. Das ist so schön. So, wo wollte ich denn jetzt hin? Ich wollte jetzt genau hier hin. Da ins Haus werde ich auch noch reingehen, in diesem Spielhaus. Wo ich schon mal drin war und wohl verkackt habe. Aber da ich jetzt den Greifhaken habe, wird das Ganze um einiges leichter. Und das werde ich einfach ausprobieren. Aber jetzt erstmal hier zur Käferfrau. Oh, die gibt uns ja auch richtig Knete, ey, für jeden Käfer. Also erstmal kriege ich jetzt beim ersten Käfer eine größere Geldbörse. Das ist sehr schön. Dum, 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 dum. Hallo, kann ich dir vielleicht helfen? Ja. Hier, Mann. Eine männliche Schnecke. Nee, vielleicht eine weibliche. Nee, genau. Männlich. Hier, Mann. Oh, du Schnecke männlich, bist du es wirklich? Diese Schnecke, nur ein einziges Mal würde ich mich auch gerne so schleimig fühlen. Danke, Mann. Vielen Dank, dass du dieses Insekt mitgebracht hast. Ehrlich gesagt, habe ich dir nicht wirklich getraut, aber ich bin wohl eine ziemlich miese Prinzessin. Ja. Wenn du das nächste Mal hierher kommst, teile ich mein Glück mit dir. Nimm das hier und es darin aufzubewahren. Yeah, große Geldbörse. Jetzt kann ich bis zu 600 Rubine aufbewahren. Da, wo das Insekt Schnecke gefunden hast, muss auch das Gegenstück sein. Ja, das ist immer so. Als Pärchen sind sie sehr glücklich. So, dann gebe ich jetzt noch das andere Ding. Ja, schön mit so einem abgehakten Schmetterling, sag ich mal. Und dafür kriege ich, glaube ich, Geld von ihr. Das ist nämlich eine kleine Neureiche, müsst ihr wissen. Und die hat ein bisschen zu viel Kohle von allem. Die Libelle! Wenn man jemand so aus vielen Augen gleichzeitig ansieht, dann werde ich ganz... die Sprüche von ihr. Ja, das ist für deine Mühen. 50? 50... Noch 22 Insekten. So, das ist aber auch cool gemacht, weil die sind jetzt alle hier auf diesem Baum hier in der Mitte. Und der wird auch immer prächtiger, glaube ich. Man kann hier auch hochgehen und dann kann man sich den Baum von oben angucken. Ich glaube, nee, erst wenn ich raus und wieder reingehe, ja, dann sind die ganzen Insekten hier verteilt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schönes Spiel. Und ja, man, diese Upgrades, die man bekommt, die sind jetzt nicht mehr so irgendwie bei verschiedenen Leuten verteilt. Die sind jetzt wirklich schon bei ein und derselben Person. Das heißt, von ihr kriege ich nochmal die größere Geldbörse. Und wenn ich im nächsten Part das Spiel schaffe, bekomme ich den Köcher. Und auch von dem Typen bekomme ich auch den noch größeren Köcher. Also, ja, ist ein bisschen alles auf einer Stelle platziert worden, aber eigentlich, ich finde das nicht schlimm. Das Spiel ist trotzdem riesig und ist voller Sidequests irgendwie und ist total cool. Das Spiel ist so geil. Ich freue mich richtig, was ich... Oh, der Typ hat es eilig hier, der will mit uns nicht quatschen. Ach, seine Frau. Okay. So, also im nächsten Part dann besuche ich nochmal diesen Fatzke hier. Hoffentlich klappt das auch mit dem Greifhaken. Das zweite Spiel, um den Oberköcher zu bekommen, ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Mit nur einem Greifhaken, sage ich mal. Also dann, Leute, freue ich mich auf den nächsten Part. Und dann gehen wir auch mal noch in... Nee, dann holen wir noch die Kunst. Und dann gehen wir zu Thelma in die Kneipe und holen uns die neuesten Infos. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.